Leute, heute begrüße ich euch aus meinem Camper und zwar von der Beifahrerseite aus. Wir sind unterwegs, es ist Karfreitag, später Nachmittag, kurz nach vier und wir sind unterwegs nach Oberstdorf und da werden wir uns einen Übernachtungsplatz suchen an der Bergwach in Oberstdorf. Das ist direkt an der Stillach. Ja, da werden wir den Abend verbringen und morgen werde ich eine Mountainbike-Tour, oder besser gesagt eine Radtour, eine Mountainbike-Tour ist es nicht, zur Speicherhütte machen und da werde ich euch mitnehmen. Speicherhütte, die liegt unterhalb direkt vom Schrofenpass. Ja, mal sehen, vielleicht werde ich den sogar mit dem Fahrrad machen und ich hoffe, ihr seid dabei. Ich melde mich heute Abend nochmal von unserem Stellplatz, dann würde ich sagen, bis später. Ja Leute, wir haben jetzt hier unseren Stellplatz in Oberstdorf gefunden. Wir sind hier an der Stillach und das ist morgen früh mein Ausgangspunkt für die Radtour. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh wieder. Ja, aber ich würde sagen, zuerst stoßen wir noch an auf den schönen Stellplatz hier. Prost! Ich glaube, so kann man es aushalten. Guten Morgen zusammen. Ja, es war eine angenehme Nacht in herrlicher Kulisse und jetzt werde ich mich gleich nach dem Frühstück in die Radklamotten schmeißen und dann geht's los für mich an der Stillach entlang und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Dann würde ich sagen, bis gleich, wenn ich mich umgezogen habe. Aber erstmal trinke ich einen schönen Kaffee und esse mal was. So Leute, jetzt ist es aber endgültig vollbracht. Der letzte Kaffee ist getrunken, der Rucksack ist gepackt, ich bin startklar. Ich hoffe, ihr kommt mit und dann würde ich sagen, erzähle ich den Rest unterwegs. Ja, für mich geht's jetzt bei herrlichem Wetter hier an der Stillach entlang. Ich fahre in Richtung Speicherhütte. Die Speicherhütte, die liegt unterhalb vom Schrofenpass. Allerdings wird angesichts der Schneemenge hier der natürlich gesperrt sein. Ja, für mich geht's jetzt erstmal eine Zeit lang steil bergauf. Und ich hoffe, ich habe nicht schon den ersten Platten. Das fährt sich gerade so komisch. Da muss ich jetzt mal gucken. Angesichts der Schneemassen, die hier auf dem Weg, auf dem Schotterweg noch liegen, werde ich mich wohl gleich auf die Straße machen und mal gucken, wie weit ich heute komme. Also das ist schon heftig hier noch. Da kann man mal sehen, wie ordentlich das hier geschneit oder wie viel Schnee hier gelegen hat. Platten hatte ich übrigens keinen. Das war nur, der Dämpfer war eingeschaltet. Deswegen das komische Fahrgefühl. So, aber gleich auf die Straße, weil hier das ist kein Vergnügen.
Ihr seht, das Fahrrad, das steht von alleine hier im Schnee. Ich fahre jetzt ein Stück zurück, weil das ist doch zu anstrengend hier zu fahren. Mach mich auf die Straße. Ja, und dann werde ich mal sehen, wie weit ich heute komme. Ja, den einen oder anderen, die wird es vielleicht interessieren. Ja, es ist Ostern und ich bin mit meinem Camper unterwegs und bin jetzt hier in Oberstdorf, mache da die erste Station. Dann geht's heute oder morgen weiter zum Gardasee und mal gucken. Eigentlich wollte ich am Gardasee Mountainbike fahren, allerdings kam es, wie es kommen musste. Ich habe fleißig trainiert für den Gardasee und habe mir dann nochmal einen Infekt eingefangen und jetzt bin ich ziemlich am Schnaufen. Ich merke das hier schon. Also da werde ich mir die Mountainbike-Touren wohl am Gardasee sparen und werde das auf Wanderungen beschränken, weil in Herztod fahren muss ich mich nicht. Wie gesagt, mal sehen, wie es heute läuft. Vielleicht entscheide ich mich noch um und es kommt noch eine Mountainbike-Tour vom Gardasee. Aber das halte ich mir offen und ja, erstmal sehen, wie es heute läuft. Hier merkt man direkt, wo schon früh morgens die Sonne steht. Da ist auch alles schneefrei und kann man echt toll fahren auf dem Schotterweg. So kann es bleiben. Aber jetzt zeige ich euch mal die Schneemassen, die da hängen. Also ich bezweifle, dass ich auch nur in die Nähe von der Speicherhütte komme. Kleinen Moment, ich muss mal anhalten und die Kamera drehen. Weiß nicht, ob man es da oben erkennen kann. Da hängt noch richtig dick Schnee. Hier stehe ich jetzt direkt auf dem Parkplatz von der Fellhornbahn. Besser gesagt am Parkplatz der Fellhornbahn. Hier haben wir gestern Abend gestanden. Dann haben wir uns aber überlegt, mit dem Camper suchen wir uns noch einen anderen Platz. Näher am Ort Oberstdorf dran. Und das war auch eine gute Entscheidung, weil hier sind Parkplatzeinweiser, hier ist ganz viel Trubel. Klar, wegen der Seilbahn und das war eine weise Entscheidung, in Ortsnähe zu fahren und zu parken und zu übernachten. Ja, da konnten wir heute Morgen in Ruhe frühstücken und also alles richtig gemacht. Und jetzt geht's weiter. Alleine für dieses Panorama hinter mir lohnt es sich, sich aufzurappeln, ja, und rauszugehen. Echt, ich hatte heute Morgen bei der Eiseskälte eigentlich gar keinen Bock, Fahrrad zu fahren, aber es ist immer wieder gut, dass man aufbricht. Was würde einem entgehen, ehrlich? So geil, so geil. Und wieder mal Entschuldigung, dass ich so schreie, aber ich stehe direkt an der Stille. Bis ins Rappental sind es noch 2,8 Kilometer. Jetzt kam mir aber ein Wanderer entgegen, der meinte, das komplette Rappental sei gesperrt. Ja, da muss ich mal gucken, sonst wird das die kürzeste Tour ever. Ja, es ist tatsächlich, wie ich befürchtet habe, das Rappental ist gesperrt. Da sind irgendwelche Bauarbeiten wohl. Hier geht aber links noch ein Weg hoch, da werde ich jetzt mal gucken, wo es lang geht. Den fahre ich auf jeden Fall mal hoch, soweit ich komme. Und ansonsten setze ich mich irgendwo hin in die Sonne und trinke ein Frustbier. Ein Bier trinke ich sowieso, aber nicht unbedingt ein Frustbier. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Bin gespannt. Ihr habt es lesen können, für mich geht es jetzt im kleinsten Gang ganz gemütlich den Berg auf in Richtung Einötzbach.
hoffe, man sieht, wie steil das ist. Hier kannst du wirklich an jeder Ecke die Kamera auspacken. Wirklich zu schön hier. Einfach nur genial und geil. Hinter mir gelegen, wunderschön, der Gasthof Einödsbach. Wird wirklich herrlich. Und das bei dem Wetter, geil. Aber leider geschlossen bis zum 29.05. Ja, Leute. Hier an dem wunderschönen Platz, da werde ich mir jetzt erstmal ein kleines Bier reinlassen. Oh, das ist so geil hier an dem Bach, wirklich total genial. Ja, Einödsbach, klar, da ging es nicht mehr weiter, da war für mich Ende. Rappental, das ist gesperrt. Ja, ich trinke jetzt erstmal hier ein Bier, überlege mal, wie ich jetzt weitermache oder ob ich hier an der Stelle das Video beende. Mal schauen, das weiß ich noch nicht. Aber bleibt trotzdem mal dran. Ich konnte mich endlich von diesem wunderschönen Ort loseisen. Echt, ey. Ich habe das richtig gebraucht. Ich habe das in mich aufgesogen. Das war so geil da an dem Bach, an der Stillach. Und ja, das gehört einfach dazu. Ja, ich fahre jetzt zurück zum Camper. Wie gesagt, oben das Tal ist gesperrt. Das waren jetzt noch nicht mal 10 Kilometer, die ich geradelt bin. Ja, und ich würde sagen, ich melde mich gleich nochmal. Da kommen nämlich jetzt ganz viele Leute und ihr wisst ja, wie das ist mit dem Sprechen. Also Leute, das jetzt nicht falsch verstehen. Wie gesagt, ich möchte auch keine Diskussion entfachen oder was. Das soll jeder machen, wie er Lust und Laune hat. Ja. Also ich bin wirklich scheinbar der absolut Einzige hier, der kein E-Bike fährt. Ja, das ist interessant. Ich meine, also wenn du da den Stich hoch musst und so, echt super geile Sache. Also ich finde E-Bikes toll. Das jetzt nicht falsch verstehen. Aber genauso toll finde ich es auch, den Berg mit eigener Kraft zu erklimmen. Ja, aber es ist interessant zu sehen, wie sich das wandelt. Also es war bis vor, ja, ich weiß nicht, von einem Jahr oder zwei Jahren würde ich sagen, noch so eher die Ausnahme mit dem E-Bike. Und jetzt ist es genau umgekehrt. Also da bist du echt die Ausnahme mit einem normalen Bike. Interessant zu beobachten. Aber wie gesagt, keine Diskussion entfachen. Ich finde beide Seiten toll. Ich finde das klasse. Soll jeder machen, wie er Lust und Laune hat und Energie. Und ja, interessant zu beobachten. Jetzt dachte ich, hier auf der Rücktour, leicht bergab, könnte ich hier über die Schneefelder fahren, aber von wegen, keine Chance. Ja, schieben. Mann!
blöde Entscheidung. Ja Leute, ihr seht es selbst, ich sitze wieder vor dem Camper hier am Ausgangspunkt. Ja, war eine sehr kurze Tour, dadurch, dass das Rappental natürlich gesperrt war. Was heißt natürlich? Ich dachte wirklich, es sei offen. Trotzdem hoffe ich, es hat ein wenig gefallen, das Video. Es war eine sehr kleine Tour, recht unspektakulär, aber vielleicht habe ich ja doch am Ende des Tages hier ein paar schöne Landschaftsaufnahmen eingefangen. Ja, über einen Daumen hoch von euch würde ich mich freuen und natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich lasse es mir jetzt gut gehen hier bei einem Bierchen, dann werde ich mich ein wenig frisch machen, umziehen und dann gehe ich nochmal nach Oberstdorf ins Städtchen rein und ja, lasse dann den Tag ausklingen. An euch einen lieben Gruß und dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ciao, euer Dirk on Tour.